Hallo beim Testcheck. Was ihr hier seht, ist EverQuest Online Adventures für die PS2. Und während ich hier mal das Inventar des Händlers checke, sollte euch schon eins auffallen. Es ist verdammt leer. Das liegt daran, das hier ist die offizielle deutsche Version. Die hatten wir zum Test. Alles ist gut, aber das Problem, wenn man Spiele vor dem offiziellen Erscheinen testet, ist, es gibt keine anderen Spieler. Was bei einem Online-Rollenspiel wie EverQuest so ein bisschen blöd ist. Deswegen gibt's EverQuest in diesem Monat nur im Testcheck, damit ihr mal ein paar bewegte Bilder seht. Ein Test im Heft gibt's auch, aber zu EverQuest werden wir sicherlich noch mal mehr machen, wenn es denn mal irgendwie voll ist auf der Welt. Es gibt zu wenig Bürger. Wir freuen uns drauf, die ersten von euch mal irgendwann hier in der Online-Welt zu treffen. Werden dann bestimmt auch noch mal einen DVD-Bericht machen und einen Online-Check im Heft, wo wir uns etwas näher mit den Gilden und all dem, was in EverQuest passiert, beschäftigen. Ihr habt es jetzt zumindest mal gesehen. Ich bin alter, massively Multiplayer, Online-Rollenspiel gestellter Mensch. Hab wie ein blöder Ultima Online auf dem PC gespielt, ist aber schon ein paar Jahre her und kann euch nur raten, probiert so ein Spiel mal aus. Es ist schon irgendwie eine ganz andere Spielerfahrung. Ich kann nur jedem raten, investiert die Kröten und schaut euch das EverQuest auf der PS2 mal an. Es könnte sich für euch lohnen. In der Zeit machen wir mal weiter hier. Doppelköpfige Kühe. Wer errät, wo wir hier sind? Haha, wir sind in der Welt von Fallout. Fallout 1 und 2 waren Rollenspiele auf dem PC. Ich persönlich halte Fallout für das beste Rollenspiel, was jemals gemacht worden ist. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Jetzt gibt's eine Konsolenfassung davon und die ist quasi identisch zu Baldur's Gate Dark Alliance 2 mit anderem Szenario. Ihr habt genau die gleiche Spielmechanik, die gleiche Menüführung, die gleichen Erzählstrukturen, die gleichen Kampfstrukturen, nur halt in so einem Mad Max-mäßigen, abgefahrenen Endzeit-Szenario. Ich mag's ganz besonders gerne, weil ich auf so einen Endzeit-Kram stehe und weil Fallout immer für klasse Humor birgt. Leider hat uns die Testversion ein bisschen spät erreicht, deshalb hat es zu einem eigenen Video nicht gereicht. Das hier ist die PS2-Version des Spiels, für Xbox kommt's auch. Den Test im Heft könnt ihr noch lesen, ein etwas größeres Video zu dem Spiel reichen wir nächste Ausgabe nach. Wir machen jetzt mal weiter. Bestätigt, Galaktika. An alle Schiffe, zum Angriff übergehen. Na klasse, für sowas verpasse ich das Trier-Turnier. Ja, es ist Krieg im Weltraum, aber trotzdem immer ein kerniger Spruch auf den Lippen. So kennt man sie, die Piloten vom Kampfstern Galactica. Die Umsetzung der kultigen Fernsehserie ist ganz gut geworden. Haut mich nicht vom Hocker, aber kann sich durchaus sehen lassen. Ist trotzdem wohl in erster Linie was für Fans der Fernsehserie. Mir fällt beim Spielen dieses Spiels vor allem ein, dass ich echt mal wieder gerne ein Colony Wars Spiel hätte. Auf der PlayStation 2. Mal sehen, ob es das noch geben wird. Naval Ops Warship Gunner von Koei für die PS2 ist eine Mischung aus Action- und Strategiespiel. Ihr kommandiert einen Schlachtkreuzer, den ihr im Dock mit verschiedenen Ausrüstungen bestücken könnt, Waffensysteme ändern, Waffensysteme ausbauen und so weiter. Dann geht's raus aufs offene Meer und in die Seeschlacht. Die Idee finde ich ziemlich geil. Dummerweise sieht das Spiel potthässlich aus und steuert sich recht umständlich. Schade eigentlich, weil das Konzept finde ich wirklich prima. Ich würde mir privat sowieso wünschen, man würde wieder so ein bisschen zurückkehren zu diesen alten, geilen Wirtschaftsspielen, die es mal gab. So Oil Imperium und Ports of Call. Und solche Wirtschaftsspielelemente mal mit so einem Strategie-Action-Spiel zu verknüpfen. Das wäre bestimmt ziemlich klasse. Sollte mal jemand machen. Und mit guter Grafik. Dann wäre ich ein glücklicher Test-Check-Mensch. Warten wir es mal ab. Naval Ops ist es sicherlich noch nicht. Das muss man nicht haben. Robin Hood, Defender of the Crown, hier für die PlayStation 2, ist das aufpolierte Remake eines absoluten Heimcomputer-Klassikers. Veteranen werden jetzt sicherlich total ekstatisch. Denen muss ich allerdings sagen, es hat sich dummerweise nicht so wahnsinnig viel in dem Spiel getan. Es spielt sich ähnlich simpel
wie das alte Defender of the Crown und ist auch grafisch sicherlich nicht die totale Revolution. Leute, die mit dem Original gar nichts anfangen können, sich da gar nicht mehr dran erinnern können, denen kann ich überhaupt nicht dazu raten, sich das hier auch nur anzugucken. Veteranen, die mal wieder so ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollen, können da einen Blick drauf werfen, werden aber auch angesichts dieser Bilder, die jetzt folgen, das ist nämlich die erste kleine Feldschlacht, strategische Feldschlacht gegen eine andere Armee, die werden dann schon merken, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Grundsätzlich ist Defender of the Crown so eine Art Strategie-Brettspiel. Ihr zieht mit Robin Hood los, könnt dann entweder mit eurer Armee andere Armeen angreifen, die Felder auf der Landkarte besetzt haben, oder ihr könnt auf Raubzüge gegen die Reichen gehen. Dazu müsst ihr zum Beispiel mit einem Bogen eine Karawane überfallen oder mit dem Schwert, wie ihr eben gesehen habt, in ein Schloss eindringen, um die Schatzkammer zu plündern. Das Ganze war mal ziemlich geil und state-of-the-art Grafik. Das Remake dagegen ist heutzutage leider nur noch Kreisklasse. NHL Rivals für die Xbox eröffnet einen kleinen Sportexkurs innerhalb dieses Testchecks. NHL Rivals ist ganz okay, gibt's nichts dran auszusetzen, aber es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, es zu besitzen, weil es mit ESPN NHL die wesentlich bessere Alternative gibt und auch die kann man online über Xbox Live spielen. Also, wie gesagt, wenn ihr ein Eishockeyspiel wollt, ESPN NHL und damit werdet ihr über Monate glücklich sein. Besser als NHL Rivals, aber mit dem gleichen Problem behaftet, ist NBA Inside Drive. Auch kein schlechtes Spiel, aber mit ESPN NBA steht euch die wesentlich bessere Alternative zur Verfügung und auch die kann man über Xbox Live spielen. Trotzdem, für unersättliche Basketballfans hier wenigstens mal die bewegten Bilder zu NBA Inside Drive. NFL Street ist das für American Football, was NBA Street für Basketball war. Also ein sich nicht ganz ernst nehmendes Sportspiel von EA. Es hat ein bisschen mehr mit dem echten Sport zu tun als NBA Street. Also es ist schon relativ kompliziert und man muss schon was über Football wissen, um es zu spielen. Aber es ist wirklich sehr schön inszeniert. Die Animationen sind klasse, die Musik ist ganz cool. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Damit könnte ich mich ohne Probleme länger beschäftigen. NFL Street hier in der Version für den GameCube. Letztes Jahr war das Jahr der überflüssigen Trendsportspiele. Die letzten Ausläufer dieser Welle erreichen uns noch heute, zum Beispiel in der Form von Urban Freestyle Soccer, das sich mit hip-hoppenden Straßenfußballern beschäftigt. Tja, ich konnte damit nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich find's sehr bemüht und technisch mittelmäßig. Aber vielleicht steht ja wer drauf. Das hier ist die PS2-Variante. Terminator 3 ist ein Ego-Shooter mit Prügelspielanteilen. Der Ego-Shooter-Teil ist schon absolut grausam. Das Einzige, was mir an dem Spiel gefallen hat, ist Arnolds Originalstimme. Bis zu diesen Prügelanteilen habe ich nicht gespielt. Dazu müsste mir der Verlag Dreckszulage zahlen. Ich verdiene eindeutig nicht genug, um diesen Schmutz so lange zu spielen. Kai war da nicht so glücklich. Der musste, weil er das Spiel getestet hat. Wie schlecht der Prügelanteil wirklich ist, könnt ihr daher in seinem Test lesen. Das hier ist übrigens die PS2-Fassung des Spiels. Ein Verbrechen an den Spielefans. In der Frühzeit der Xbox gab es ein Spiel, das hieß Hunter the Reckoning. Das war ganz nett, vor allem weil man es kooperativ spielen konnte. Es war aber auch nicht wirklich mehr als nett. Also solide, aber auch nicht wirklich richtig gut, dazu gab es zu viele Kameraprobleme. Jetzt gibt es zwei neue Spiele zu Hunter. Das eine ist Hunter Wayward für die PlayStation 2, das seht ihr hier im Bild. Und was für das alte Xbox-Spiel galt, das gilt auch für die neuen Hunter-Spiele. Sie sind solide, spielen sich ganz nett, aber mehr auch nicht.
Wie gesagt, das hier Hunter Wayward für die PlayStation 2. Das zweite Hunter Redeemer für die Xbox schauen wir uns jetzt an. Sieht halt ein bisschen hübscher aus auf der Xbox. Und wie gesagt, am meisten Fun ist Hunter, wenn man es mit mehreren Leuten kooperativ spielt. Aber da kann man auch mal eher zu Baldur's Gate Dark Alliance oder Fallout Brotherhood of Steel greifen. Die sind sicherlich besser. Harry Potter und der Stein der Weisen. Dazu gab es schon mal ein Spiel, das ist aber seinerzeit nicht für die Next Generation Konsolen erschienen, sondern nur für die PS1. Jetzt erscheint es auf allen drei Plattformen. Hier ist die Version für den GameCube. Ich bin schon alter Potter-Fan, deshalb habe ich auch jetzt hier direkt den richtigen Zauberstab rausgefriemelt. Muss aber sagen, dass mir die Action-Adventures zu Harry Potter am Anfang ganz gut Spaß gemacht haben. Mittlerweile bin ich ein bisschen angeödet davon. Sie könnten sich mal was Neues einfallen lassen. Das Harry Potter hier ist auch wieder routiniert, aber auch uninspiriert designt. Und es gibt nicht wirklich was dran auszusetzen, aber langsam aber sicher wird's ein bisschen öde. Zumal die Story halt eben zu bekannt ist. Also wenn es wenigstens mal ein Harry Potter Spiel mit einer neuen Harry Potter Story wäre oder sowas, dann wäre es bestimmt ganz cool. Aber so wirkt mir zu sehr wie Melken der Lizenz. Aber die war bestimmt auch nicht billig, die Potter Lizenz. Da muss man wohl noch ein paar Spiele machen. Genug spekuliert, wir sind damit am Ende des Testchecks angekommen. Ich wünsche euch das Beste, flutscht gut ins neue Jahr, vergesst alle guten Vorsätze und wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss. Während sein Bruder